Und herzlich willkommen wieder zurück bei Crossout mit Sherrock. Hi. Hi. So, in dieser Folge wollen wir mal das Pulsar-Auto ein wenig testen. Zum einen, Sokka hat auch einen neuen, also den kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht. Oh ja, aber ich durfte den richtig spielen. Durfte sie ja nicht spielen und den hier, ja. Der hatte in der Baufolge 11.000 PS. Ich habe ihn nochmal ein bisschen runtergeschraubt. Und zwar, ich habe die Reifen ausgetauscht. Quasi, ich habe die großen Reifen verwendet, anstatt die Bigfoot-Reifen. Ich habe den Gasstern reingebaut, anstatt den Apollo. Und die Munitionspakete habe ich zwei kleine genommen, anstatt zwei große. Ansonsten ist eigentlich an sich alles so geblieben. Das Neutrino habe ich runtergeschmissen, ja, dadurch, dass wir ja einen Energie weniger haben. Dafür habe ich aber das Ziel erreicht, unter 10k zu kommen. Ja. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich habe Druck gemacht. Er hat Druck gemacht, unter 10k war das Ziel. Und eingefärbt habe ich noch. Das habe ich in der Baufolge nicht gemacht. Habe ich aber noch ganz zum Schluss gesagt, dass ich dekorationsmäßig das in Oskü mache. Ja, so, das sieht einmal das fertige Ergebnis aus. Und wenn ich das Ding trotzdem mal auf 11k spielen will, relativ schnell umbauen. Also das ist möglich. Ne? Gut. Wenn ich das schaffe, schafft er das Ö. Ja, ich habe ein bisschen dran gebastelt. So, warte mal, speichern tue ich noch nicht. Fahrer habe ich eingestellt. Waffenbelegung passt alles. Okay, wir könnten starten. Brauchst du irgendwas Bestimmtes? Schrott, Drähte, Batterien, irgendwas? Klonkriege. Die sind aktuell nicht da. Also, okay. Warte mal, was sind denn die wieder? Was sind denn die wieder? Ein Tag. Genau in einem Tag. Dann will ich ohne. Okay, gut, alles klar. Dann fahren wir Schrott. Okay. Okay. Dann fahren wir Batterien. Sock ist ein bisschen kränklich, das müsst ihr mal berücksichtigen. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Die sogenannte erprobte Männergrippe. Ja, die Männergrippe hat's ihn erwischt. So, ich hau euch mal wieder die Zahlen rein, die FPS-Zahlen. Na toll, hättest du oben bleiben können, Mist. Na toll, hätte ich auch 11.000 fahren können, Socke. Prima hast du das gemacht. Okay. Aber das ist wirklich, jeder. Hat gesagt, wenn du zu gut bist, kriegst du teure. Die sind ja die beiden schlechtesten, also von PES. Ja, weil wir zu gut sind. Deswegen kriegen wir immer die höheren. Wir müssen eindeutig. Was hast denn du für eine Abschussrate pro Gefecht? Zufällig, ja, weißt du das? 1,73 oder sowas. 1,73. Hast du dich verbessert, seitdem wir wieder angefangen haben, oder verschlechtert? Es schwankt so. Wir müssen mal nochmal gucken. Also, wo ich angefangen hatte, war ich bei 1,70. Bin runtergefallen auf 1,9. Von 1,69. Und jetzt bin ich wieder bei 1,73 zuletzt. Also ich habe mich wieder verbessert. Du hast verbessert. Na, ich habe mich auch ein bisschen verbessert. Ich bin von 2,06 oder sowas auf 2,1 noch was gestiegen. Also ich bin leicht gestiegen. Aber du hast ja auch mehr Gefechte gefahren, Weg. Naja, hat damit auch nichts zu tun. Na doch. Dass die Chance, gerade wenn man ganz oft vielleicht mal auch ein Spaßmobil baut, ist ja auch ganz oft die Chance, dass man da immer wieder abfällt, wenn man da mal null, wenn man, keine Ahnung, wenn du 10 Runden mit null fährst oder sowas, ich glaube, da ändern sich schon die Statistik ein kleines bisschen. Aber was wir festgestellt haben, es wurde ja auch mal in den Kommentaren geschrieben, ja, 90% triffst du ja gar nicht. Ja, wir testen ja auch, Ja, das dürft ihr auch mal nicht vergessen. Und wir sind jetzt auch nicht die Menschen, die volle Kanne. Ich krieg den nicht mehr weg. Ja. Keine Chance. Er hat zwar jetzt eine Minute gefühlt an mir rumgebohrt, aber ich krieg den nicht mehr weg. Ja, nee, der wird mich jetzt auch. Guck mal, unser Team. Also, das ist, was. Das glaube ich zumindest. Das kann mich natürlich keiner bestätigen. Das Matchmaking in der Gruppe ist komplett anders, als wenn, wenn du alleine fährst. Wieso? Ich hab mit Karl schon keine Probleme gefunden. Ich komischerweise mit Greenox nicht. Ja, dann musst du mit Greenox fahren. nee, das Matchmaking ist aber trotzdem um einiges anders, als wenn du alleine spielst. Also alleine, ich will jetzt, ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen, aber ich hätte tausende von Screenshots, wo ich über 3000 Punkte gefahren habe oder sonstiges. Oder auch mal 6 Kills gemacht habe mit 4000 Punkte. Also sowas gibt es natürlich auch. Ja, ist halt nur immer Pech in den Aufnahmen, es sind komischerweise immer die Niederlagen. Aber übrigens hast recht, ich hatte wirklich noch ein neues Fahrzeug, aber da muss ich ja noch weiter runtergehen. Oh, wie weit denn? Auf unter 9. Hätte ich da. Ich hatte wirklich noch eins. Das hat ja, wie gesagt, das hab ich schon von Karl schon mal, hab ich noch ein bisschen leicht umgebaut. Mhm.
Also dafür hat er sich ja Mainz geschnappt. Unter 9 hätte ich da. Also ich hätte auch noch was in der Galerie. Ich hätte auch 13.333. Den muss ich aber erst noch zusammenbauen. Also, da fehlen mir noch einige Teile. Nee, da fehlen mir noch einige Teile. Da fehlen noch 4 Bigfoot-Reifen. Ich glaube, noch der eine schwere Pflug würde noch fehlen. Also, da muss ich nur leveln. Da habe ich auch die Blaupause für bekommen. Das wäre auch sein Wedger-Panzer mit 3000 Leben. Jetzt kommen wir schon fast hin. Auch nur fast. Ja, das sieht auf jeden Fall schon angenehmer aus als davor. So, dann wollen wir uns jetzt mal zusammenreißen. Nicht, dass es wieder heißt, ja, 90% daneben geschossen. Du bist armselig. Ich wollte dazu eigentlich ein Video machen, aber du musst bei YouTube einfach nur ein dickes Fell haben. Du brauchst ein dickes Fell auf YouTube. Du kannst es nie allen recht machen. Geht gar nicht. Natürlich, Brian. Natürlich weichst du da genau in diesem Moment aus, wenn ich da schieße. Die sind alle links, ne? Ja, außer hier die Bots, ja. Ne, und diesmal hatte ich mir bei dieser Bauvariante einfach nur mal gedacht, pass auf, ich habe jetzt schon eine Pulsar mit Echo-Kabine, ich habe eine Pulsar mit der Harpy. Jetzt musst du einfach mal ein Pulsar-Fahrzeug bauen mit der Quantum. Ja, diese, wie viel waren das, 20%? Ja. Bei uns in der Base, ja? Ja. Diese 20% musst du einfach mal versuchen mitzunehmen. Soweit es halt geht, ja, solange du halt schadenlos bleibst. Oder für 10 Sekunden halt. Also, wir schießen hier gerade den Brian kaputt, ja? Naja, der hat mir gut eingeschenkt. Okay, auf mich hat er ja nicht geschossen. Das war jetzt keine Glanzleistung, das gebe ich zu. Wir haben den Bot zu zweit massakriert. Na, da war auch ziemlich fett, das Ding. Na, stimmt wohl. Hier vorne war dann gerade einer. Mary hat gerade... Oh, der hat gesessen. Mary hat gerade einen Hit kassiert. Ja. Du hast fertig gemacht? Ja, ich hab sie entsorgt. Okay. Was aber gut ist, ich habe ja halt den Doppler drauf, ja? Das finde ich jetzt mega geil. Und ich habe eine schöne Tastenkombination rausgekriegt, Herr Socke. Ach so. Wie man das... Wie man das Radar mitten im Gefecht... wie man das Radar mitten im Gefecht klein und groß machen kann. Jetzt hat er sich das geschnallt. Angriff? Ja. Entschuldigung. Jetzt hat er sich. Ich war gerade konzentriert. Konzentriert. Kann mal einer auf meine Karre schießen? Ich will mal gucken, was hier allgemeine Schwachpunkte sein könnten auf der Karre. Ich soll bitte mal ins Gebiet gehen. Ja, bin ich ja gerade. Ich schieße ja gerade eine Tsunami auf mich. Nee, jetzt nicht mehr. Oh, ey, muss ich immer herkommen und die Gegner wegmachen oder was? Ey, sag mal, klaust du hier alle meine Kills oder was? Ey, ich komm immer hin und schieß drauf, da fällt alles. Ja, ja, den Hike, den Hike hat schon ordentlich bearbeitet. Ja, das kann jeder so. Also, ich kann nicht mehr richtig lenken, mir fehlt ein Reifen, da weil ich ja keinen Bigfoot mehr haben durfte. Guck hier! Ich hab übel Schaden gemacht und so geklaut schon wieder! Was, hast du geklaut? Ja, ich hab schon wieder. Ich hab die letzten drei schon wieder. Wie viele Punkte hast du? 700! 700! Guckt euch das an! 3 Kills, 700! Das ist gar nichts, das ist nix! Und eine Hilfe, ey! Ey, das ist nix, das ist gar nichts, ist das! Klar, ich hab vorhin zum Popo hingehalten beim Bot! Dreimal beschissen! Dreimal hat er mich beschissen! Unglaublich! Unglaublich! Und ich wundere mich, wenn meine Statistik runtergeht. Oh, guck mal, jetzt kriegen wir gleich wieder teure Gegner. Wieso? Du hast doch die Hilfen! die sehen genauso! Als Abschuss? Nee! Na klar, zählen die genauso, hat Korschen gesagt. Sicher? Die Hilfen zählen genauso als Abschluss in deiner Statistik. Hat er gesagt. Also wenn ich acht Gegner anhitte und die werden auch in der Zeit zerstört, kriege ich quasi 8 Kills gut geschrieben auf meine Statistik. Theoretisch schon. Au, der hat die Sissen. Der hat mich einer von hinten. Jetzt habe ich nicht aufgepasst gerade. Der hat die Sissen. Das hat er gesagt, aber ob ich das dürfen kann manchmal, aber ja, als Korschen gesagt. Hä, wie geht denn das? Mein mittlerer Reifen wurde abgeschossen. Kannst du mal sehen, ich hab getroffen von hinten, ne? Ich nicht. Das ist. Nein, Adam, New Player win! Ich war's nicht. Hast du das mit der Brücke schon mal gesehen? Du kannst bei der Brücke nicht gerade rüberschießen, ne? Die hat einen kleinen Bogen. Die Brücke hat eine ganz, ganz minimale Wölbung. Was verhindert, wenn du ein flaches Auto hast, dass du gerade rüberschießen kannst mit dem Pulsar? Deswegen mach ich ein bisschen überbeuten, ne? Oder du hast eine sehr hohe Karre. Würde auch helfen. Geringfügig. Ja, wenn du eine Spinne hast, geht's. Bei einem sehr, sehr flachen Aufbau hast du Probleme. Ja,
guck mal, unser Team ist schon weg. Unsere Bots sind alle weg. Ja, drei Bots. Unser Puffer ist aufgeraucht. Unser Puffer, ich trau mich nicht hier lang zu fahren. Okay. Oh, die haben aber noch einen doppelten Puffer da. Ja, jetzt kommen sie alle runter. Jetzt kriege ich hier eine Doppeldings ab. Ach Gott, ich komme mit hinten. Ja, das wäre nicht verkehrt. Oh, die Manweg, der Andy. Nee, das war nicht. Das war die Mammut. Aber hier, Paul hat gerade mit der Manweg übel Schaden gemacht und der Andy hat einfach nur abgestaubt. Der Lümmel. So, gucken wir mal Socke sein Fahrzeug an. Oh. Okay, lass wir mal sein. War gerade ein Flow. Und den hat sich Karschen geklaut? Ja. Den hat Karschen. Ist ja ist gut. Wie viel Leben hat der? 2500. Das ist schon ordentlich. Ja. Mit der Spider-Kabine, okay. Also hast du keinen Bonus auf deinem Pulsar irgendwie geholt, ne? Nein. Ich habe nur das Gewicht. Du hast das Gewicht von der Spider-Kabine gebraucht. Genau. Und die Energie wahrscheinlich. Und Munitionspakete, was hast du da? Zwei kleine. Okay. Das reicht zu. Normalerweise, ja, wenn du ein gutes Team hast, entweder hat Preise gar nicht so Schuss oder ist eh perfekt durch. Na, ich hatte mit meiner ersten Variante über 50 Schuss gehabt. Aber brauchst du echt nicht. Ich habe jetzt auch zwei kleine verbaut und eine davon ist sogar noch fusioniert, also habe ich glaube 26 Schuss oder so. Na komm, los, mach. Oh. Okay. Ja, hinter dir ist noch ein Hobo. Ja, da kommen wir. Deswegen, da kommen wir. Und die Manweg. Hallo, jetzt machen wir was, schleppen wir noch. Und die Mandrake. Lebst nicht mehr. Ja, das willst du machen. Ja, klar. Na gut. Na? Oh, 2,12 habe ich jetzt. Ich glaube, ich bin nochmal gestiegen. Mhm. So, jetzt seht ihr mal aktuell meine Statistik, ne? Ich bräuchte auf mein Leviathan noch 12 Punkte, dann hätte ich die 30.000 geknackt. Ja, da. Ja. Von wegen armselig. Über 400 Teile habe ich gebaut. Also blaue. Oh, armselig. Und hergestellte Teile insgesamt über 500. Ja, sag nochmal einer armselig. Das hängt ja lange noch, hä? Das hängt mir, das liegt mir im Magen, du. Ganz tief. Die Bauch. Mhm. Wie die ZDU, ihr vergesst zu wählen. So. Ja. Also nochmal, ich spiele das Spiel aus Spaß an der Freude. Ne? Nicht um der weltbeste Crossout-Spieler zu sein. Nicht? Nee. Das ist nicht mein Ziel. Also immer dann nicht auf 9000er Fans, warum will der Beste sein? Komm, fangen Sie dir! Ah nee, das war ein anderer Film. Ja genau, das war eigentlich drauf hingespielt. Hast du doch. Ja, ich möchte der Beste aller Zeiten werden. Ich fange sie mir alle. Genau, fangen sie dir alle. Also alle in der Testform bin ich der Beste. Fangen sie dir alle, die Waffen. Ja, fange ich mir. Und dann darfst du entwickeln. Ja, ich schmeiß Meisterball drauf. Dann krieg ich sie. Kannst du dann weiterentwickeln. Ja! Ich habe eine legendäre Pulsar gefangen! Ja! Quasar, aber entwickel dich weiter! Genau! Oh, was ist denn das hier? Ein Raupi? Das waren noch Zeiten. Ach komm, machst du immer noch. Natürlich. Ich habe gehört, das Neue soll ganz gut sein für den Nintendo Switch. Eines Tages werde ich mir einen Nintendo Switch kaufen. Genau, eines Tages. Eines Tages werde ich mir auch dazu noch mal ein Pokémon-Spiel kaufen und dann werde ich meinen Kindern sagen, guck mal hier, das habe ich gemacht in meiner Jugend. Das ist so ein Griebel? Nee, das war ich nicht. Das war ein Bot. Ich wollte klauen. Ja. Aber ich das war ich nicht. Schießen, oder fährst du mir genau in dem in den Ohr, machst du den Schuss zu? Ich wollte, da hast du recht. Wenn du wenigstens den Kill gemacht hättest, hätte ich gut gesagt, aber... Ja, durfte ich ja nicht, das wurde mir auch geklaut. Au. Haben die hier nur Bots drin oder was? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben sie... Ashley, Claudia, Kenny... Keine Ahnung. Das ist ja armselig. Nee, hier ist noch einer, aber der ist gleich weg. Das wird der Angel gewesen sein. Und der ist jetzt weg. Also der Kenneth ist auf jeden Fall... War mal ein Bot. Der Bernd weiß ich jetzt. Nee, guck mal, Henry...
ist ein richtiger Spieler. Vitali auch. Das heißt, das sind Spieler, die sich als Botnamen ausgegeben haben. Kenne Claudia Ashley. Aber normalerweise stehen die Bots ja immer... Unten, genau. Unten. Normalerweise. Unten, ja. Und da, da die ja mittendrin stehen, müssten das eigentlich Spieler sein, oder? Habt ihr mal Punkte gemacht, wenigstens? Weiß ich nicht, aber ich komme gerade nicht, ich krieg gerade einen Juckreiz. Also, okay. Wo unten am Auge? Wegen ZDU, ZDU! An die Macht! Fort im Schuh! Ach, ich ja. Krieg nie wieder den Schuh. CDU! Meine Freunde. Bis nächste Woche. Ja, ich hab schon meine Wahlberechtigung, habe ich schon hier zu liegen. Nee, ist doch nächste Woche, glaube ich, ne? Ja. Nee, nächste Woche noch nicht, oder? Darauf die Woche. Darauf das die müsste Woche. Zwei Tage vor Herrentag sein. Da muss ich schon mal gucken. Also die Wahlberechtigung habe ich schon seit ja, drei Wochen. Ja, die habe ich auch schon ein paar Wochen hier zu liegen. Deswegen sage ich ja, ganz groß. Was steht denn bei dir auf der Wahlberechtigung drauf? Ich habe hier für die Wahl zum Kreistag, zum Stadtrat. Die haben mir das hier extra vereinfacht gemacht, nur CDU wählen. Achso, okay. Aber steht bei dir auf dem Zettel drauf zur Europawahl? Weil bei mir steht es nicht drauf. Achso. Ne, da kriegst du glaube ich eine extra, oder so? Na, die habe ich noch nicht. Ich habe jetzt nur zum Kreistag und zum Stadtrat. Ich glaube, da kriegst du eine extra. Ey, Viktor! Sag mal, Viktor, du blöder... Escape Bot. Nee, ist kein Bot. Die hat mich aber hier mitten ins Gebiet reingeschoben. Ja. Naja, ist nicht so, finde ich nicht so ganz so. Na, er schon. Er schon, ja. Er ist ein Fahrzeug, was, ne? Mach ruhig. Ich hab ein bisschen Puffer dort vorne. Viktor ist mitten im Gefecht schon. Oh, das habe ich schon wieder zweimal daneben geschossen. Das wird mich schon wieder nachgetragen. Oh! ich hätte ja getroffen, aber der. Mensch, hau ab, du blöder Antonius! Nur wenn ich gerade schieße, fährst du doch nein! Hau jetzt ab! Oh! Will er mich flachsen? Jetzt. Die hat mir mit einem Schuss, also oder einem Doppelschuss von einem Tsunami, mir eine Quasse abgeschossen. Ja. Tsunami-Chef das. Wenn die nicht sitzt, machst du mit einem Schuss eine weg. Das war jetzt nicht gut für mich. Jetzt habe ich nur noch eine einzige Waffe. Das kann ich ja sagen, deswegen. Du musst immer ein bisschen am besten mit dem Kreis machen und dann immer am besten ein Doppel-Tsunami-Auto testen und durchschießen. Das mache ich immer vorneweg. Damit ich wenigstens ein Tsunami-Treffer also aushalte. Nee, die hat mir direkt mit einem Doppelschuss eine Dings weggeschossen, eine Cousin. Oh, jetzt habe ich den Daniel ins Bein geschossen. Ah, du blöder Bot! Es sind nur noch zwei Gegner, ja, die sind beide bei mir. Der eine brennt schon. Oh, und der andere jagt sie gerade in die Luft. Hast du geholt, ja? Mann, der blöde, ja, nee, der blöde Ken hat mich eingeklemmt. Da musste der mit gerade losfahren. Um Schubsen, dann bin ich in der Wand hängen geblieben. Ach, nee. Nee, mir gewinnt wieder zu viel, das ist doch scheiße. Kann das ist doch kacke, ey, da halt ich ja gleich meine täglichen fertig, sonst brauche ich immer 3 Stunden für meine täglichen 5 Siege. Ey, das ist doch Mist, du. Das ist mir doch armselig. Hallo, Umsack, ich trinke gerade einen Kaffee. Das hätte ja, ich ja gerade beinahe den Bildschirm voll gekotzt. Ja, ich habe mich gerade verschluckt mit meiner eigenen Spucke, dass man halt gerade lachen musste. Ja, wer einmal das Schlucken für sich entdeckt hat, der kommt davon nicht mehr los, nee. Ja, ja. Ich habe vergessen zu schlucken. Ich wollte gerade deine Frau einen Satz erwähnen, aber was im Leben sind. Die liegt auch um. Die hat auch krank. Ja, das hat sie mir. Ja, die liegt um, volle Kanne. Oh, es kommt wirklich so plötzlich, ey. Ich hoffe, der Scheiß ist bei Zeiten weg, das Wochenende. Ja, bei mir, ich hatte 2 Tage lang ein bisschen mehr gehabt. Da bei mir dauert es was länger. Also aber jetzt geht's eigentlich wieder. Ich müsste eigentlich an der Höchstzeit sein. An der Top, also schlimmer dürfte es nicht mehr werden. Krankheiten hier, so Husten, Schnupfen, hast du nicht gesehen, so Männergrippe. Ich muss sagen, da bin ich relativ resistent gegen. Die kriege ich, ja, die verstecke ich, die stecke ich relativ gut weg immer. Du weißt ja, wie es ist. Männergrippe ist immer die schlimmste Grippe. Ja, nee, die ist bei mir. Die hält bei mir 2 Tage, 2-3 Tage hält die bei mir und dann war's das. Dann ist wieder alles gut. Du bist doch immer so wehleidig und hast nicht so. Ach, da bin ich auch so. Die Grippe. Genau. Was ist denn jetzt los? Siehst du? Wir haben jetzt so gut, sind wir gleich wieder ein teures Team. Ja, ich bin noch gar kein Team. Nee, ich auch noch nicht, sag bloß. Will sich keiner mehr die Reifen holen oder was ist hier los? Haben die jetzt alle aufgegeben?
Ja, die haben gesagt, die Pulsaren sind so übermächtig. Ja, ja. Ah, sind sie aber wirklich so Zeit, ja? Also Pulsar ist wirklich so Zeit, so eine Waffe. Ja, die werden sich bestimmt noch mal ein bisschen dissen. Ich denke auch, da kommt noch was. Ja. Ich denke auch, da kommt noch irgendwas, kommt da noch. Ja. Wie findest du eigentlich mein Auto? Ja, also schön schwarz, schön rot finde ich meins gut, ja. Ja, nee, passt ja. Hält was aus? Passt schon. Ja, ich habe. Man muss am Ende muss immer selber fahren. Also optisch okay. Das ist dein Stil, klar. Ja, das ist halt, ne? Ich baue halt nicht auf optisch schöne Autos, sondern nee, auf praktisch. Auf praktisch, also praktisch. Sie müssen funktionieren. Genau, funktionstüchtig. Und wenn sie funktionieren, dann kann man immer noch mal so kleine, hübschere Änderungen einnehmen. No? Siehst du, deswegen ist der Unterschied, du brauchst halt wohl eine Dreiviertelstunde für dein Fahrzeug und bei mir musst du halt das Doppelte mindestens einrechnen. Ja, du machst auch optisch schön und ja, funktionieren tut's auch halbwegs. Genau, und funktioniert nicht immer. Nicht immer, wie schon gesagt, nicht immer, aber das ist wieder mal eins, das ist wieder mal ganz gut. Ganz gut zu handhaben. Also ich bin an überlegen, das Ding könnte mir echt gut gefallen, die Karre. Da könnte ich mein anderes Pulsar-Auto, was ich schon mal gebaut habe, rausschmeißen eigentlich. Mach nochmal hier raus und nochmal rein. Alter, 3 Minuten? Ja, das hat man doch gerade, also 3 Minuten. Also 3 Minuten ist wirklich krass. Ja. Ich glaube, die haben uns gar nicht mehr in der Warteliste reingezogen, oder? Oder hätten uns gar nicht mehr in Erwägung gezogen. Oder sind die welche, oder sind wirklich nicht so viele gerade da? Aber eigentlich um diese Jahreszeit ist es eigentlich ganz gut. Wieso, die Kinder sind alle in der Schule? Hoffen wir mal. Sind nicht bald Ferien? Nee, wann erst? Das kommen uns noch die letzten. Das ist bloß dann die. Ja, als nächstes kommen die Sommerferien, ja schon. Ja, wollte ich gerade sagen, die letzten eigentlich. Ja. Also Ostern ist vorbei. Pfingsten kommt noch. Ja, wollte ich gerade sagen, Pfingsten steht noch an. Pfingsten müsste demnächst, kommt noch. Müsste demnächst bald sein. Pfingsten. Stimmt, Herrntag ist ja schon in 2 Wochen. Und danach ist ja meistens links, ja? Nach Herrntag? Ist ja nicht Pfingsten? Na, mit deinem Herrntag meinst du immer der Männertag, ne? Ja, ja. Ja, das klingt nur so bei dieser komischen Herrntag. Sagt ihr das nicht, ne, bei euch? Nö, das ist direkt Männertag. Achso, wie sagen wir Herrntag? Aber da sind wir das immer das Schönste, wenn dann immer die kleinen Schnubi-Bubis, die noch hier kam in der Tasche, irgendwie mal ein Haar und kann ja, ja. Mit rumfeiern und rumbrüllen. Ah, nee, Herrntag, da kommen böse Erinnerungen wach. Vielleicht schon zum ersten Mal gewusst, dass das Ding irgendwas anderes taugt, außer wie nur am Boden stehen und was rausschütteln. Hast du auch böse Herrntag-Erinnerungen, Socke? Nee, eigentlich nicht. Aus deiner Jugend? Nee, stimmt nicht. War immer gestockt besuchen. Da hat's mich, musste ich dann so mal wirklich im Straßengraben, im Wald so, erstmal kurz ein halbes Stündchen schlafen. Ah, okay. Also ihr habt das aber auch bei euch so traditionsmäßig mit dem Fahrrad, mit der Bimmelbahn irgendwas fahren? Nee, wir wandern. Wir haben recht, wir wandern, also wir sind da gehen wirklich so. Also wir sind den Hinweg, dann so meistens wandern und wenn wir den Rückweg auch noch schaffen, wandern dann auch noch zurück. Also wir waren immer mit Fahrrädern unterwegs. Manchmal muss dann noch eine Frau angerufen werden und sagen, hier kennst du mal die komischen Nenner abholen. Natürlich sind sie dann natürlich sehr begeistert als alles andere. Ja, natürlich. Ja, also, ne? Na, und dann kriegst du erstmal, lass dich erstmal einen Tag mal Ruhe. Und danach kriegst du wieder eine Retourkutsche nächsten Tag. Oh, guck ich denn los noch. Oh, kriegen wir doch nochmal ein Mädchen. Aber teurer, hab ich gewusst. Ja. Sind wir wieder die billigsten von allen. Ja, ja. Aber es muss nicht heißen. Es muss nicht heißen. Nee, das stimmt. Wir hatten gestern gehabt, da war über 16.000 und das ist als allererstes geplatzt. Okay. Ich dachte, okay, vor 16.000, okay. Ja, wenn du mit 16.000 One-Hit bist, dann hast du irgendwas falsch gebaut. Ne, ich weiß ja nicht, One-Hit war nicht, aber da war als erstes Ach so. Geplatzt. Also meine böse Herrentagserinnerung war gewesen, wir sind mit Fahrrädern quasi zum See. Haben uns natürlich unterwegs voll laufen lassen. Volle Hütte, also mit Milch, ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich bin irgendwann nachmittags am Bahnhof aufgewacht, also bei unserem Heimatbahnhof quasi, ja. Und da stand das Fahrrad. Ich bin da irgendwann aufgewacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Zug, dass ich überhaupt mit dem Zug gefahren bin, keine Ahnung. Und dass ich halt da gepennt habe. Und dann ging es natürlich abends weiter. Ich habe mich halt dann ausgeschlafen, ja. War ja alles safe. Oh, oh. Ah, mal rasen wir. Die Granatendinger aus dem Rotzfleisch schießen die einfach hier hoch, oder? Mensch, fall um hier, du Lümmel.
Dankeschön. Irgendwer hat mir gerade geholfen. Aber ich habe keine Räder mehr. Oh. Ich habe gar keinen Reifen mehr. Was ist denn da passiert? Die hat mir mein ganzes Fahrgestell weggeballert. Ja. Ja, ich bin weg. Warte, ich... Ja, nee, brauchst du nicht mehr helfen. Ich glaube, das hat sich erledigt, das Thema. Ich hatte keine Reifen mehr. Ich stand hier nur noch in der Ecke gestanden. Lebst du noch? Ja, jetzt nicht mehr. Nee, Herntag war eigentlich immer Highlight gewesen bei uns. Ja. Wir hatten ja auch so bei uns in der Gartenanlage, also ich bin ja ein Dorfkind, ja? Ein klassisches, ja, altes Dorfkind, ja? Wir hatten so bei uns in der Gartenanlage, wir hatten so einen eigenen Garten gehabt, so unsere Jugendgruppe. Drei Leute, die quasi das, ich sag mal so mehr oder weniger das Sagen hatten. Da war eh schon zwei Kumpels. Und im Garten war bei uns immer Highlight, immer. Auch volle Kanne, denn mit 20, 30 Leuten. Ja. Laut Musik, saufen bis zum geht nicht mehr. Hat die Fetzt damals, hat die Fetzt. Manchmal vermisse ich so ein bisschen die Zeit. Und dann auch wieder nicht. Wenn ich mich immer so an die Tage danach erinnere. Es lebt doch bloß noch der Schrotflinten ein. Ja, der hatte glaube ich eine Hammer voll, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ja, nee, ich glaube, der durfte gar keine mehr haben. Ich hab den zweimal erschossen, ich glaube, der hat eine Waffe. Ja, oder so auf Festivals damals so in unserer Jugend, das war schon geil. Der steht da oben, wenn du jetzt links fährst, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Genau, und jetzt hier nochmal links. Ich glaube, der stand der da nicht? Da ist er doch gerade gefahren, oder? Oder war das unser? Ich habe keinen roten Punkt hier. Okay. Nee, dann war es unser, dann habe ich mich nur verguckt. Ich weiß, es einer in der Nähe war. Ich gucke, war unser gewesen, ich habe nur seinen Namen nicht gesehen. So auf Festivals, so auf Punk-Festivals. Oh, war das schöne Zeit. Ah, dass ich selber zerstört, ne? Okay. Ja. Schisser. Ja. Man, nicht mehr in den Kilken. So, ich geh's aber in, ich geh's aber in die Garage. Das so hier, so was kann doch nicht wahr sein. Wir können gerne nächste Folge weiter testen. Also die Karre gefällt mir echt gut. Also meine ist scheiße. Deine Scheiße? Okay, deine Scheiße. Gut, alles klar, Hammers. Nee, dann werde ich mir aber die Karre abspeichern und in eine Galerie schmeißen. Ich glaube, dann würde ich die alte Karre rausschmeißen. Du kannst sie gerne machen. Wieso? Du kannst sie auch gerne testen. Ich habe aber die Ketten nicht. Ach, du hast die Ketten? Ich habe die Ketten gar nicht, nee. Die du hast. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier die zwei großen, gehärteten mit so einer, ob die Platz reicht für die anderen Ketten. Ja, dann bin ich aber nicht mehr so flink und so schnell unterwegs. Nö, die sind. Ah ja, stimmt. Die sind ja. Ja, stimmt. Die haben ja bis 50 km/h. Ja. Und ich weiß nicht, was hast du denn da für einen Motor verbaut? Ne, hier der Cheetah. Ah, Cheetah. Ja gut, nee, dann hättest du ja auch die 10% auch nicht. Nee, ich glaube. Nee, ich hab eigentlich gar keine Vorteile mit dem. Ich hab eigentlich nichts, hab bloß okay. Nur das Gewicht. Wenn ich halbwegs das Gewicht habe und dann merke ich nicht. Ich habe hier keinen Vorteil mit der Waffe. Also wirklich, ich weiß das, ne? Ja. Dass mir da wieder heißt, ich wüsste das nicht. Nein, wie armselig bist du denn bitte? Dass ich mit dieser Kabine nirgends keinen Vorteil, weder noch einen Motor noch einen Vorteil habe mit meinen Waffen. Ich habe keinen Vorteil. Also ich hätte die Quantum, die mir die 20% Energiewaffenschaden bringen. Und ich habe den Kolossus verbaut, der quasi die Nachladegeschwindigkeit von Waffen und Raketen erhöht. Also ich hoffe, dass damit die Nachladegeschwindigkeit davon gemeint ist. Und wenn mir jetzt einer sagt, ich soll den Oppressor einbauen, das wäre ja eine Möglichkeit, aber leider schafft mein Fahrzeug keine 80 km/h. Achso, wie war das gewesen? Ja. Oppressor? Den besitze ich ja gar nicht. Genau, aber du musst 80 km/h mindestens fahren, dann kriegst du 30% mehr. 30%. Ja, aber das fährt meins nicht. 80 km/h. Ja, deswegen brauche ich es nicht einbauen. Bringt keine Punkte. Okay, da finde ich aber ehrlich, also der Bonus 30% ist ja schon schön, ja? Da finde ich aber den Kolossus besser. Da hast du 20% Nachladegeschwindigkeit und du brauchst keine Geschwindigkeit erreichen. Ja, dann habe ich auch, wenn ich diesen verbaue, habe ich dann ein Tragfähigkeitsproblem. Beim Kolossus? Nee, ja, wenn ich einen Kolossus ausbaue, habe ich dann ein Tragfähigkeitsproblem. Trotz dieser ganzen Ketten, die ich drin habe, kommt die dann nicht auf das Gewicht, was sie hätte dann tragen müssen. Okay, deswegen, und mit dem Cheetah hast du mehr Tragfähigkeit, ja? Ja, weil ja den Tragfähigkeitsbonus mitbringt. Du hast da 3000 Tragfähigkeitsbonus. Stimmt, das hat ja der Dings nicht. Stimmt. Genau, und der Koloss bringt dann nur die maximale Tragleistung. Das hat ja nichts mit der Tragfähigkeit. Du kannst zwar hinten aus schweres Zeug dranbauen, aber dann musst du dann auch dann die quasi die Ketten oder Räder oder sonst was, musst du da haben, dass du dann ausgleichen musst. Um das zu machen,
sind wir wieder bei dem Thema, bist du wieder langsamer. Und dann, ja, ist dann immer so gegeben, was du haben willst. Lieber der Last, lieber so. Und mach halt nur das Gewicht, damit ich das Gewicht habe und halt eben mich halt so relativ nur mittelschnell bewegen kann und trotzdem gut agieren. Wie gesagt, mittelschnell halt bewegen kann. Aha. Ja. 70 Komma ist doch ein ganz gutes Thema, ist leichter. Ja, so, ich werde jetzt das Fahrzeug doch optisch ein bisschen schöner machen. Ja, aber das mache ich ausgehend. Jetzt müssen wir langsam mal zum Ende der Folge kommen, ne? Ja, ja. Wir machen in der nächsten Folge machen wir da weiter an der Stelle. Und ich bedanke mich. Entschuldige, du? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Jetzt du nochmal. Okay, ich glaube, wir sind ja ein bisschen so armselig, wir wissen ja nichts zum Spielen. Nee, darum, also wir haben ja überhaupt gar keine Spielerfahrung. Nein, es ist ja, nein, man muss ja auch mal dazu sagen, ja, wir ziehen ja immer wieder gerne dieses Thema auf, ja, wie armselig wir sind und wir treffen 90% unserer Schüsse nicht und hast sie nicht gesehen. Ja, ich. Also ich, du, ne? Ja, also dich sieht ja keiner. Ja, du machst es heimlich halt, ja. Genau, weil in der Sache, wo das kam mit dem Pulsar und so, mit dem Fluchwappig, das war ja ganz neu für dich. Hab mir so angesprochen, du triffst ja nur stehende Ziele. Ja. nein, es ist aber immer nur ein ganz geringer Teil. Ja, das ist wirklich, wenn du so nimmst, ist es 1% von der Zuschauerschaft, die so toxisch sind. Ja, und allgemein, egal wie du mich fragst, Cross-Out-Community ist toxisch. Ja, wenn du normale Gefechte bist und du... Ich hatte schon so oft das Thema, wenn ich 5 Kills gemacht habe, auch wenn ich sie nur geklaut habe, werde ich trotzdem als Cheater dargestellt. Ja, ist bei mir auch so. Ja, also, das ist so toxisch, das ist so, Und außer wissen wir selber, wer öfters hier zuguckt, der wisst, wir haben eigentlich mehr Fun, als wie nur, dass wir das hier ernsthaft betreiben. Genau so sieht's aus. Wir haben ja eher den Spaßfaktor, als hier die Ernstigkeit im Spiel. Ja. Und das sollten eigentlich, die eigentlich relativ zuschauen, das relativ wissen. Ja. Ne, also, dass da manchmal nicht hier Highlight, Best... Möglichkeit, obwohl die Runde lief ganz gut, ne? Gerade lief sie super. Na, seit wie vielen Folgen haben wir schon gejammert, dass wir Ecker verlieren? Und jetzt lief's mal relativ wirklich echt gut. Ja, das stimmt. Kannst du gerade echt nicht meckern. Ja, na gut, ich kannte ja mein Fahrzeug gestern schon. Aber ich wollte ja immer mehr zeigen, als wie das Feuergehende möglich war, weil ich Ecker ausgeflogen bin. Du, ich habe Fahrzeuge, ja, die fahre ich einfach nur, um zu farmen. Ja, die sind keine große PS-Klasse, nichts mega Großes. Die holen aber mir persönlich einen Sieg nach anderen rein. Ja. Denn Fahrzeuge hat man halt auch. Aber das ist halt das Thema, du kannst bei Crossout, also wenn du hier so Videos machst, du kannst halt nicht 10 Folgen hintereinander immer dasselbe zeigen. Genau, das ist die Abwechslung, Die Abwechslung, ja. Ich versuche ja immer wieder neue Fahrzeuge zu bauen. Es gelingt mir halt nicht jede Folge. Ja. Mir auch nicht. Wie gesagt, ein Drittel der Fahrzeuge, wenn überhaupt, ist bei mir überhaupt wirklich so, wie ich das handle, weil der Rest liegt fort. Okay, mach mal einfach mal eine Sabberfolge, ja? Pass mal auf. Ja. Was jetzt? Ehrlich, willst du sabbern? Ich sabber jetzt, das ist mir gerade völlig egal, wenn die Folge noch 10 Stunden geht. Was? Guck mal, den Bumble-Zander, wie oft habe ich den bisher in den Folgen gezeigt? Eine Folge, ne? Da haben wir wie viele Gefechte gefahren? 4, 5 Stück? Vielleicht auch 6, wenn es hochkommt. Da kannst du noch keine Bewertung geben, wie gut die Karre ist oder wie gut ich damit spielen kann, ja? Nee. So, den Captain habe ich schon öfters mal benutzt, aber in Folge, glaube ich, erst einmal. Na? Mhm. So, den Goblopanzer fahre ich super gerne, das Ding. Fahre ich super gerne. Wie oft gab es aber den in Folgen? Ich glaube auch nur 1, 2 Mal. Die Mini-Pulsar mit 8000 habe ich auch nur einmal gezeigt, obwohl ich den super gerne benutze. Das sind so die drei hier, den Goblopanzer, den Mini-Pulsar und den Piercer, ja, benutze ich super gerne. Ja, den benutze ich super gerne, weil das sind so super geile Farmautos. Ja, zeige ich aber extrem selten in der Folge. Denn mein absolutes Highlight, das ist die Karre von Karschen, ja, nur ein bisschen umgebaut, habe ich meine meisten Siege mit reingeballert. Ja, mit diesem kleinen Fahrzeug, der hat 6800, hole ich mir die meisten Siege rein, die ich jemals gefahren habe. Habe ich aber folgentechnisch auch nur ein oder zweimal gezeigt, glaube ich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den das 1000 Mal hatte. Nicht? Nee. Es sind so die kleinen Autos, die ich zum Farben nutze. Und dann halt die anderen Autos, die ich gerne immer mal wieder baue, vorstelle. Weil wir wissen selber, umso höher du kommst, umso schwieriger wird das dann am Ende. Es wird, klar wird das schwieriger. Und wir versuchen, also wirklich alle im Clan, immer das Bestmögliche in einer PS-Zahl und immer ranzutasten
erstmal in der PS-Klasse und der PS-Klasse. So machen wir uns immer höher und dann effektivere Fahrzeuge. Ja. Aber das ist manchmal wirklich mit viel, viel Ausdauer und das sind wirklich manchmal Fahrzeuge. Ich die finde, nimmst du einmal und dann, ja, also du findest es gut, aber dann kriegst du ein Hit, zwei Hit und dann ist die Bude einmal kaputt. Und ja. Du weißt nicht warum. Ja. Da musst du wieder ans Reißbrett, wie es heißt, und dann musst du wieder neu. Ja. Gutes Beispiel habe ich ja gerade aktuell bei dem Minigun-Auto von Karschen, ja. Ich finde das Auto mega. Es hat da aber eine Schwachstelle. Ein Schuss vorne vor und mir fehlen alle vier Reifen und die Aurora. So, das dann habe ich ein bisschen getestet. Ja, Fahrwerk. Dann habe ich ein bisschen getestet gehabt und habe einfach mal das schwere Fahrwerk reingepackt und dafür was anderes, leichteres reingebaut, weißt du? Und seitdem funktioniert die Karre. Die funktioniert bombisch. Und dann irgendwann habe ich auch angefangen, die optisch ein bisschen hübscher zu machen. Ich meine, sie sieht sehr komisch aus, aber... Nee, also das sind so die kleinen Veränderungen, die du aber erst nach der Zeit rauskriegst. Ne? Ich habe zum Beispiel bei dem Thunder-Fahrzeug habe ich einen großen Schwachpunkt. Den muss ich noch rausmerzen, aber ich weiß noch nicht genau wie. Es gibt eine einzige Schwachstelle, die verrate ich jetzt aber nicht. Da schießt du drauf, egal mit was, ob das eine Tsunami ist, ob das ein Executioner ist oder ob das eine Pulsar ist. Triffst du diese Schwachstelle, fliegen mir alle Reifen ab. Das ist bei manchen Fahrzeugen auch, wenn du da, wie gesagt, ja? Wenn du dummerweise den Gasgenerator manchmal erwischst. Nee, da ist kein Generator in der Nähe. Nee, ich sag bloß, bei manchen Fahrzeugen war es so. Und da du erwischst wirklich diesen blöden Punkt. Oder durch Feuer fährst und der Gasgenerator ist nun mal wirklich ein Schwachpunkt, dann rupst du mir meistens immer das ganze Fahrwerk weg. Ja. Wenn du mit Leichtbaufahrwerk rumfährst, hast du aber das Ganze die Möglichkeit, die schweren Fahrwerke zu verballern. Natürlich hast du da also schon ein höheres Gewichtsproblem. Passiert das Problem nicht mehr. Aber du hast die Möglichkeit. Manchmal. Ich habe die Karre schon auch schwerer umgebaut und das passiert trotzdem. Wie gesagt, also bei mir ist meistens nur, wenn schon mal ein Gasgenerator. Kann ja mal. Warte, bevor ich jetzt hier einen Fehler mache, habe ich mir den neuen gespeichert, ja. Nicht, dass er oder weg hast ist. Oder hast du noch hier meineswegen nur so ein Munitionspaket noch verfeuert? Nein, das ist Schrotflinte. Da habe ich keine Munition drin. Ja, so. Ich kann kurz zeigen, ja, wenn einer diesen Punkt erwischt, ist eigentlich alles weg, weil meine Kabine hat minimale Auflage. Ja, also meine Kabine, wenn diese Ecke hier getroffen wird, dann muss aber ganz genau ziehen. Also das ist einmal oder zweimal passiert, wenn du quasi hier mit einem Geschütz hier reinballerst, ja, was ich gerade zeige im Video. Ja, und du erwischst dieses Fahrwerk da unten. Hat das gesamte Fahrwerk einmal ringsrum um die Kabine, ja, kein Ankerpunkt mehr und schon fällt komplett auseinander. Ach, deswegen. Ja, ich hab nur einen ganz kleinen Haltepunkt an der Kabine und das nur auf einer Seite. Ich habe auch schon tausendmal probiert, wie ich es umbauen kann. Ich kriege es nicht hin. Weil ich habe unter der Kabine den, der Motor ist da verbaut, der Apollo ist da verbaut. Es ist schwierig. Ich habe schon ein bisschen was probiert, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Ja. Ja, das ist klar. Wenn das Fahrwerk nur an einem Punkt quasi mit der Konsorie, mit der Kabine verbunden ist, klar, und du triffst den Punkt, dann blättert es ab. Ja. Und wenn du jetzt quasi mit einem Geschütz hier genau seitlich reintrittst, passiert gar nichts. Es ist, wenn du von schräg oben hier auf diese kleine Ecke draufballerst, dann passiert das erst. Es ist selten, aber es ist schon ein, zwei Mal vorgekommen. So, jetzt will ich aber wieder mein Pulsar-Auto wechseln. So, jetzt kommen wir aber langsam zum Ende, Socke? Ja, dann machen wir bitte. Ja, jetzt kommen wir zum Ende. Jetzt haben wir 38 Minuten gesabbert, Socke. Scheiße. Scheiße, oder? Juti. Das guckt doch kein Mensch. Sabber. Zu Ende. Wahrscheinlich sabbern wir sowieso gerade vollkommen umsonst. Genau. Nee, gut, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, ja? Ja. Ja, dann können wir weiter sabbern, Socke. Sabbern. Ja, Macke. So, haut rein, tschüss! Ciao. Buff. Socke, soll ich dir was sagen? Die Aufnahme war gar nicht an. Okay. Super. Ja, gut. Geht doch nicht sein. Selber bleiben. Okay. Nein, war Spaß, war ein. Ja, wenn es so wäre, könnt ihr euch ändern. Nö, könntest du nicht. Hätte ich auch ein Problem. Dann hättest du wahrscheinlich Zong. Also dann, dann hätte ich einen Zong gezogen. So, jetzt haut aber rein, ja? Tschüss. Aha. Ich hatte noch einen gehabt, ja? Also. Ja. Say the future is not defined. My future is like a night highway. Heading towards nowhere. I don't remember my past. I must find out who stole it from me and why.
and then I'll take my destiny in hand again.